Mai 1940. Angriff im Westen. Hitlers Ziel ist die Niederwerfung Frankreichs. Die Waffen-SS marschiert mit. Hitlers politische Soldaten. Unsere Leitlinien waren Pflicht, Treue, Ehre, Vaterland und Kameradschaft. Sind Sie Soldaten wie andere auch? Sie hatten kein Mitleid, weder für Männer noch für Frauen noch für Kinder. Sie töteten alles, was ihnen vor die Gewehre kam. Ihr Leitspruch? Den Tod geben und den Tod nehmen. Der Tod war für sie eigentlich was Selbstverständliches, dass sie selbst fallen würden, aber auch sie waren brutal im Töten. Weltanschauungskrieger sollen sie sein. Sie gelten als Elite in Hitlers Reich. Der schöne Schein lockt an. Der erste Grund war, als HJ-Führer gehörte sich's einfach, dass was zur Waffen-SS ging. Zweitens, meine sämtlichen Vorfahren waren alle Angehörige von Garderegimentern und Offiziere dort. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch zur Garde. Hitlers Garde. Die Leibstandarte Adolf Hitler wird zu einer Keimzelle der Waffen-SS. Dazu zu gehören gilt als Auszeichnung. Wie ich den Einberufungsbefehl bekommen habe, da bin ich in der ganzen Stadt rumgelaufen, ja, und habe mich gefreut, dass ich eingezogen wurde. Weil bei der Musterung, da sind von 80 Mann, 3 Mann oder 4 Mann nur angenommen worden. Die anderen kamen nur zur Wehrmacht, also nicht zur Waffen-SS. Die Waffen-SS bietet Aufstiegschancen und eine angeblich sichere Laufbahn. Kurt Sammetreiter war vorher arbeitslos. Und da habe ich dann meinem Vater gesagt, hör mal zu, wie wäre es, wenn ich da zur SS ginge? 4 Jahre ist praktisch das meine Lehrzeit. Und ich bin dann ein Beamter, um Gottes Willen. Er wusste vielleicht schon ein bisschen mehr von der ganzen Sache, aber ich habe mich durchgesetzt. Und habe gesagt, in 4 Jahren komme ich wieder zu euch als Beamter und ich gehe. Doch um einen Beamten her geht es der SS nicht. Himmler will eine schlagkräftige Truppe, die ihm bedingungslos folgt. In jedem Krieg. Gegen innere und äußere Feinde. An der Front marschieren sie unter dem Kommando der Wehrmacht. Doch in der Truppe herrscht Misstrauen gegenüber den Parteisoldaten. Der Wehrmacht war von Hitler und den Generälen war immer wieder zugesichert worden. Die Wehrmacht ist der alleinige Waffenträger der Nation. Und jetzt war ganz klar, hier wurde also eine Kraft neben der Wehrmacht aufgebaut, die also dem Heer die Macht streitig machen wollte. Noch spielt die Waffen-SS militärisch keine große Rolle. Doch schon in Frankreich 1940 führt sie eine Art von Glaubenskrieg. Gekreuzt die Leibstandarte Adolf Hitler und die motorisierten Regimenter, die hinterließen alle ihre Zeichen, damit der Nachschub das fand. Und daher wussten wir genau, es war die Leibstandarte Adolf Hitler. Und die hatten alle Kruzifixe, die dort in dem katholischen Frankreich kaputtgeschlagen. Das war erklärtes, das war sogar kämpferisches Heidentum. Aber das haben wir damals noch nicht erfasst. Ihre Religion heißt Blut und Boden. Im Zeichen von Hitlers Rassenwahn. Andersgläubigen wird der Krieg erklärt. Erinnerungen eines SS-Mannes, der später Priester wird. Da kam also ein hohes Tier, wie wir das nannten, von Berlin. Und da wurden wir vergattert. Was wir jetzt hörten, dürften wir niemandem erzählen.
Es wäre streng geheime Dienstsache. Und da sagte der Kerl zu uns, dass der Sieg erst errungen wäre, wenn die Kirchen alle kaputt wären. Christus ist ein unendlicher Sohn einer jüdischen Dirne. Das war offiziell die Aussprache, wie die sagten für Christus. Gell? Lieder eines neuen Kultes, der nur Siege kennen will. Soldaten der Waffen-SS vor der Kulisse des brennenden Rotterdam. Propagandabilder sollen den Mythos der Unbezwingbarkeit schüren. Die hohen Verluste zeigen sie nicht. Kommandeure wie Sepp Dietrich sind SS-Männer der ersten Stunde, aber militärisch Laien. Man erhielt natürlich von seinen Feldherrngaben gar nichts, denn er hatte ja auch gar keine Vorbildung dafür. Er war ja Feldwebel, also im Ersten Weltkrieg gewesen. Und auch später hat er ja nie irgendwie eine höhere militärische Ausbildung genossen. Vom Feldwebel zum Feldherrn. Wehrmachtsoffiziere sind irritiert. Diese Befehlsausgabe war merkwürdig, kann ich nur sagen. Ich habe ja mehrere Befehlsausgaben im Krieg mitgemacht. Und dann sagte er, du greifst das an, du greifst das an. Und ihr müsst euch dann einigen und so. Es war keine Befehlsausgabe in unserem Sinne, mit klaren Zielen und klaren Grenzen und so weiter. Sondern wir werden das schon so machen. Und du gehst rechts und du gehst links und ich passe auf und so. Anfänger, aber Draufgänger. Ohne Rücksicht auf Verluste stürmt die Waffen-SS vor. Blitzkrieg gegen Frankreich. Die Tage bis zur Niederlage sind gezählt. Die Briten, die auf Seiten der Franzosen kämpfen, fliehen. Der Rettungsanker heißt Dünkirchen. Was übrig ist von den britischen Einheiten, versucht sich einzuschiffen Richtung England. Eine Handvoll Elite-Regimenter soll den Rückzug decken. Unter ihnen ist auch Albert Evans, damals 19 Jahre alt. Damit die Kameraden sich in Dünkirchen einschiffen konnten, erhielten wir den Befehl, unsere Stellungen um jeden Preis zu halten. Und das taten wir, solange es eben ging. 28. Mai. Die Einheit von Albert Evans wird in Wormhout von der Leibstandarte Adolf Hitler eingeschlossen. Wir wurden am Ende einer Gasse aufgereiht und sie hatten ein Maschinengewehr auf der Straße aufgebaut. Es waren nicht unbedingt Leute, denen man gerne begegnete. Einer der SS-Männer sagte, von da, wo ihr hingeht, gibt's keine Wiederkehr. Wir wurden auf ein Feld getrieben und dann in eine Hütte. Dann riefen sie die ersten fünf raus und erschossen sie. Dann wieder fünf. Erschossen. Und dann sah ich, dass einer der SS-Leute eine Handgranate aus dem Stiefel zog und in die Hütte warf. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie mich die Granate erwischte. Aber als ich auf den Boden fiel, packte mich unser Offizier am Arm und sagte, los Evans, renn um dein Leben. Und wir rannten los, aber sie schossen auf uns. Der Captain, der mein Leben rettete, wurde getötet. Ich muss aufgestanden sein und wurde in die Schulter getroffen. Es war nur ein Streifschuss. Ich blutete am Nacken, am Arm und an der Schulter, doch ich rannte weiter und schaffte es. Albert Evans und Alfred Toombs gelingt die Flucht. 85 ihrer Kameraden verlieren in Wormhout das Leben. Insgesamt werden in jenen Wochen 185 britische Gefangene von Einheiten der Waffen-SS ermordet. Was mit uns gemacht wurde, hatte mit Kriegsführung nichts zu tun. Ich meine, es war kaltblütiger Mord. Von ihrem Kommandeur Sepp Dietrich erhalten die Männer der Leibstandarte Auszeichnungen. Zur Belohnung ein Paris-Besuch.
Posen für die Kameras der Wochenschau. Die hat sie zu Helden ernannt. Froh waren wir, dass es vorbei war. Froh. Und das waren schon so, wir waren so froh, dass wir uns schon einige Tage, gut gesagt, besoffen haben. Wirklich, also man hat dann schon vergessen wollen. Angehörige der SS-Leibstandarte beim Vergessen hinter der Front. Ein Fund aus einem Privatarchiv. Ganz normale Männer. Bilder, die nicht für die Wochenschau bestimmt sind. Im Gegensatz zu diesen Bildern, die der Anwerbung von Rekruten dienen sollen, auch in den besetzten Ländern. In Belgien, Holland, Dänemark und Norwegen lässt Himmler Freiwilligenverbände für die Waffen-SS aufstellen. Rassedünkel und Antikommunismus gibt es auch hier. Doch ebenso den Wunsch nach möglichst großer Unabhängigkeit ihrer Heimat in Hitlers Europa. Die große Welle der Freiwilligen ist gekommen, nachdem die flämische Führung aufgerufen hat, sich freiwillig zu melden für diesen Kampf gegen den Bolschewismus. Erstens und zweitens, um für Flandern ein gleichberechtigter Platz im neuen Europa zu erwerben. Mehr und mehr Rekruten aus den besetzten Gebieten im Westen lassen sich werben zur Waffen-SS. Auch Tausende von sogenannten Volksdeutschen aus den Balkanländern. Wissen Sie, was das bedeutet? Von dem deutschen Drill, von der Art, wie in Deutschland im Kommiss und Militärdienst gemacht wird, hatten wir keine blasse Ahnung. Dieser Drill, dieses Zackige, dieses Unnachgiebige, dieses, was soll ich sagen, fast Menschenvernichtende, hat uns tief getroffen. In den Kasernen der Waffen-SS sollen halbwüchsige Kampfmaschinen werden. Wir waren in der Ausbildung wirklich auch abgerichtet worden, wenn Sie so wollen. Ne? Mit sehr, manchmal sehr brutalen Mitteln. Nicht jeder hat das ausgehalten. Es gab doch einige, die da heraus wollten, das nicht anders konnten als durch Selbstmord. Erziehung zu Härte und unbedingtem Gehorsam. Druck machen nicht nur die Ausbilder. Wenn sie es nicht geschafft haben und die ganze Gruppe ist aufgefallen und musste dann am Sonntag nach Exzession, dann sind sie die Stube hingegangen und hat dem Mann Heiligen Geist gegeben. Der wurde aus dem Bett gezogen und wurde mit Koppel und alles geprügelt, damit er das nächste Mal nicht auffällt, damit die Gruppe nicht gestört ist. Ne? Und da waren welche dabei, die konnten das nicht vertragen. Die sind dann abgehauen nächsten Abend, haben sie im Keller versteckt, waren länger als 7 Stunden unterwegs. Die haben gewusst, die kommen vors Kriegsgericht oder sowas. Ne? Haben sich aufgehangen. Das ist auch passiert. Kein Platz für Schwäche. Militärathleten sollen sie sein. Hart gegen sich und andere. Ausgebildet von ehemaligen Reichswehroffizieren wie Felix Steiner. Die Junkerschule in Bad Tölz. Kaderschmiede für die Führer der SS-Verbände. Ein Ort für Überzeugungstäter. Gegründet ebenfalls von einem früheren General der Reichswehr, Paul Hauser. Seine Schüler lernen Technik, Taktik und das rechte Bild vom Herrenmenschen. Ich glaube im Nachhinein, dass es ein sehr starker Kameradschaftsgeist war, der auf der gleichen Gesinnung sozusagen beruhte. Darauf beruhte, dass wir überzeugt davon waren, einen gerechten Kampf zu führen, dass wir überzeugt davon waren, eine Herrenrasse zu sein. Wir waren die Besten dieser Herrenrasse. Und das verbindet schon. 22. Juni 1941, Überfall auf die Sowjetunion.
Das Riesenreich soll in wenigen Monaten zerschlagen werden. Ein Vernichtungskrieg ohne Beispiel. Millionen von Gefangenen werden gemacht. Über die Hälfte von ihnen verhungert oder wird erschossen. Keine Kameraden. Da ist eine Reihe von russischen Soldaten, also offensichtlich Gefangenen, da aufgebaut. Und eine SS-Gruppe, also SS-Soldaten, machen sich gerade fertig, bauen sich auf und offensichtlich, um diese Kriegsgefangenen zu erschießen. Der SS-Unteroffizier sagte, ach, Herr Oberstleutnant, das sind doch bloß Untermenschen. Und das war typisch wohl doch letzten Endes also für die Ideologie, wie die in der Waffen-SS auch den einfachen Mann, den Unteroffizier, eben da bestimmt hatten, Kriegsgefangene, die auch keine Waffen mehr hatten und so weiter, dort einfach also dann, weil es gerade passte, dann erschießen zu lassen. Ein SS-Mann und sein Gefangener. Nur einer blieb übrig, lautet die zynische Unterschrift zu diesem. Erinnert sich an ein Massaker der Waffen-SS in Borissowo nahe Moskau. In Borissowo wurden sofort 25 Personen verhaftet. Die Aktivisten des Dorfes, also die Kolchos-Vorsitzenden und deren Stellvertreter, wie nach einer Liste. Ein Graben war bereits ausgeschaufelt. Die SS-Leute sagten, das sind Partisanen. Borissowo wurde im Oktober 1941 von Soldaten der SS-Division Das Reich besetzt. Als auf Deutsch das Kommando Feuer kam, schrie der Sohn des Kolchos-Vorsitzenden, ein kleiner Junge, Vater, ich gebe dich nicht her. Man hat ihn mit erschossen. Wenige Wochen später ist Hitlers Blitzkrieg gescheitert. General Winter hat das Kommando übernommen. Weder Wehrmacht noch SS sind auf die Kälte vorbereitet. 46 Grad minus. 46 Grad minus und keine Mantel. Mehr erfroren als verwundet. Also ich gebe es ehrlich zu, ich habe oft nach der Mutter gerufen. Wissen Sie, es war 17-Jährige und es waren ja so viele. Wir haben uns gegenseitig nur immer angeschaut und. Ich habe gesehen, wie Kameraden die Ohren abgefallen sind und so weiter. Dann haben wir meine Männer alle eine Schnur um den Kopf rum gehabt und die Ohren an den Kopf gebunden. Und dadurch sind wir fertig geworden damit. Wenn Russen fielen, dann ging es darum, denen möglichst schnell ihre Uniformen abzunehmen, solange sie noch nicht kalt waren. Und stach. Damit wir etwas Warmes anzuziehen hatten. Der Gegenschlag. Vor den Toren Moskaus schickt Stalin gut ausgerüstete sibirische Truppen in den Kampf, auch gegen die Waffen-SS. Und wir услышали, как тоже наши стали. Wir schlugen die Deutschen und brachten der SS riesige Verluste bei. Unsere Stimmung kippte. Wir waren so begeistert, dass wir die legendäre SS in die Flucht schlagen konnten. Der erste große Rückzug der SS. Und das Ende der Legende von der eigenen Unbesiegbarkeit.
Der Begriff Rückzug war unehrenhaft. Das gehörte sich nicht. Und deswegen war es für uns, als ob wir was verbrochen hätten, als ob wir was angestellt hätten und was falsch gemacht hätten. Wir waren fertig, wir waren total fertig. Also psychisch und physisch auf dem Boden unten. Dezember 41. Die erste Kriegswende. Gerade dieser Gegenangriff vor Moskau gab uns Gewissheit, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Wir hatten ein Gefecht mit einer deutschen SS-Division und wir hatten gesiegt. Wir kämpften für die Heimat und die Deutschen auf fremdem Boden. Auf diesem Boden kämpft die Waffen-SS vor allem dort, wo die heftigsten Schlachten toben. Als Frontfeuerwehr. So wird sie zunehmend geschätzt, wo ihr vorher Ablehnung entgegenschlug. Bei der Wehrmacht. Wenn man eine Division führte, war man durchaus zufrieden, wenn man einen Waffen-SS-Verband, eine Division neben sich hatte, weil das waren oft ausgezeichnete Soldaten, äußerst tapfere Soldaten. Und meistens waren sie auch besser ausgerüstet als man selber. Und dadurch fühlte man sich durchaus sicher, wenn man sich an einen Waffen-SS-Verband anlehnen konnte. Den Tod geben, den Tod nehmen. In Russland erfüllt sich der Wahlspruch der Waffen-SS. Wenn wir gegen die SS kämpfen sollten, wurden wir ausdrücklich darauf hingewiesen. Genossen, hieß es, ihr werdet gegen die SS-Truppen antreten. Seid auf der Hut, seid wachsam. Das waren richtige Selbstmörder. Solange einer von denen nicht tot war oder zumindest verwundet, wusste man, jeder von ihnen wird bis zum Ende kämpfen. Kämpfen bis zum Ende. Nicht nur aus Fanatismus. Wir haben schon damit gerechnet. Und dann gerade uns von der Waffen-SS, nicht? Dass der keine Gefangene machen wird. Der wird uns gleich an der Wand stellen. Nicht? Also, kämpfen bis zur letzten Patrone. Kämpfen auch gegen die eigene Angst. Wenn es zum Angriff ging, glauben Sie mir, es ist fast jeder noch einmal schnell wohin gegangen. Da kam der Drang, der kam von der Angst. Er kam von der Angst. Kämpfen auch gegen sich selbst. Mitleid wird verdrängt. Sie sind nach mehreren Jahren dermaßen abgestumpft, dass sie das, möchte ich mal sagen, gar nicht mehr merken. Dass sie mitunter rücksichtslos einen umlegen, sagen wir mal. Da müssen sie schon sehr viel Menschlichkeit wieder entwickeln. Und die kommt dann nicht so schnell. Es ist ein Kampf, der keine Grenzen kennt. Da ist ein Russe auf mich gesprungen. Baumlanger, großer Kerl. Was ich da gemacht habe, möchte ich nicht sagen. Der hat auch nicht mehr gelebt. Ich habe zugebissen. Aber an der Kehle. Also dann, wenn Sie leben wollen, tun Sie alles. Die Waffen-SS hat schwere Verluste, doch am Ende nicht mehr als die Wehrmacht. Beim Sterben an den Fronten schwinden alle Unterschiede. Der SS-Sanitäter Rudolf Porscher. Wenn morgen so junge Kameraden tot im Bett lagen, zusammengekrümmt wie ein Igel. Da habe ich oft gedacht, wenn dich deine Mutter hier sehen würde. Hitler setzt weiter auf die Waffen-SS. Sie soll ihm nach der Niederlage von Stalingrad wieder einen Sieg bescheren. Angriff auf Charkow, eine der größten Städte der Sowjetunion.
Soldaten der Leibstandarte Adolf Hitler dringen als Erste in die Metropole ein. Es gab einmal den blöden Spruch, die Leibstandarte hätte es als ihre Hauptaufgabe gesehen, ihrem Führer Charcot wieder zu Füßen zu legen. Und diese Motivation war da, wo wir uns gar nichts vormachten. Rückeroberung nur für kurze Zeit. Eine weitere Stadt wird Opfer des Krieges. Hitlers Garde hat hier höhere Verluste als auf den Schlachtfeldern Frankreichs. Ein Pyrrhus-Sieg. Unser Panzerregiment, das ist zu 90% aufgerieben worden. Zu 90%. Propagandabilder für die Heimat. Hitlers Wochenschau verschweigt das Sterben. Und das Morden. Bilder nach der Rückeroberung von Charkow durch die Sowjets. Spuren eines Massakers in einem Lazarett. Der Arzt Jewgeni Katkow war Zeuge. SS-Soldaten warfen Brandgranaten in die Fenster. Das Gebäude begann zu brennen und die Verwundeten versuchten, sich zu retten. Vergeblich. Viele Verwundete verbrannten bei lebendigem Leibe. April 43. Himmler besucht Charkow, begrüßt von Obergruppenführer Hauser. Dies ist der Krieg, den der SS-Chef will und lobt. Wir haben nur eine Aufgabe, diesen Rassenkampf erbarmungslos zu führen. Diese ausgezeichnete Waffe des Schreckens und des Terrors, die uns vorausgeht, nach dem Sieg von Charkow, niemals schwach werden zu lassen. Sollen sie nur noch zu verstärken. Weiter. Gut ein Jahr später, im Süden Frankreichs. 10. Juni 1944. Dieser 10. Juni 1944 war der Tag, der entscheidende Tag in meinem Leben. An diesem Tag macht sich ein Bataillon der SS-Division Das Reich auf den Weg nach Oradour. Morgens frühstückt man noch mit der Familie und am Abend ist die Familie tot. Es gibt niemanden mehr, keine Häuser, nichts. Dabei hofften auch die Bürger Oradours schon auf Befreiung. In der Normandie sind am 6. Juni 1944 die Westalliierten gelandet. Es ist die Stunde der Erhebung gegen die Besatzer. Vielerorts kommt es zu Anschlägen der Resistance. Die Deutschen schlagen zurück, mit allen Mitteln. Oradour-sur-Glane soll für Anschläge der Resistance büßen. Die Waffen-SS treibt die Bewohner auf dem Marktplatz zusammen. Die Männer werden von den Frauen und Kindern getrennt. Ich habe mich von meiner Mutter und meiner Frau verabschiedet. Ich habe sie noch einmal umarmt und wir haben gesehen, dass die SS sie in die Kirche führte. In der Kirche werden die Frauen Sie sind verrückt, dachte ich. Verrückt. Und bei der ersten Salve bekam ich zwei Schüsse in die Unterschenkel. Dann stürzte ich und bekam nochmal zwei in die Oberschenkel. Alle meine Freunde fielen auf mich. Das hat mich gerettet. Sie haben mich gerettet. Feuer ist etwas Entsetzliches und so habe ich beschlossen zu fliehen. Ich war überzeugt, dass ich jetzt sterben müsste, denn sie waren vor der Tür. Aber ich wollte lieber durch eine Kugel sterben als durch das Feuer.
Das Feuer, dem Robert Hébrard und Marcel Dartout entfliehen können, tötet die Frauen und Kinder von Oradour. Fast alle sterben in der Kirche, in die sie die SS getrieben hat. Mein Vater kam weinend an und sagte, es hat keinen Sinn, nach irgendjemandem zu suchen. Sie sind alle tot. Das war schrecklich. Während Oradour untergeht, tobt zwischen Caen und Saint-Lô der Kampf um die Normandie. Hier kämpft die Division Hitlerjugend, der SS-Verband der Jüngsten, der Legende nach nur Freiwillige. Viele waren auch gezwungen worden. Also an Einheiten, die hatten sich ja zur Luftwaffe oder zu anderen Bereichen gemeldet und sind dann dorthin gekommen. Reichsjugendführer Axmann wollte Hitler ein Geschenk machen. 20.000 Kinder für den Krieg, eine neue SS-Division. Als die aufgestellt wurde, hat uns dieser Name gar nicht gefallen, weil er sich an irgendwas ans Pimpfen zumachte. Wir wollten ja richtige Soldaten sein. Die Jüngsten von uns bekamen keine Zigaretten. Also die rauchten ja auch nicht. Also die haben tatsächlich Bonbons bekommen da. Also süß waren. Es sind halbe Kinder, die nach Jahren der Verblendung an den Endsieg glauben. Viele kämpften bis zum bitteren Ende. Die gaben einfach nicht auf. Im längst verlorenen Krieg werden nun auch die Jüngsten verheizt. Wenn die zurückkamen von ihren Einsätzen, waren nicht mal die Hälfte noch übrig. Wie die aussahen, grau im Gesicht, verängstigt, trotzdem ansprechbar. Jemand, der ihnen einen Befehl gegeben hat, das haben sie wieder gemacht. Gehorsam bis in den Tod. Ein junger Bursche, der in meinen Armen gestorben ist, dem ich die Augen zugedrückt habe. Und da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Der hat zu mir gesagt, ohne Sturmführer, sagen Sie meinem Kommandierchef, er soll meine Mutter schreiben, ich bin gestorben wie ein tapferer Soldat, im Glauben an den Führer und mein Vaterland. Solches Denken fordert der SS-Chef Himmler. Auf Weisung Hitlers soll der Reichsführer SS die letzten Reserven mobilisieren. Man sagte, also wenn einer noch irgendetwas aus den letzten Ecken herauskratzen kann an Personal und Material, Waffen und so weiter, dann mag das wohl Himmler sein. Moslems in der Waffen-SS. Auf sie ist Himmler besonders stolz. Sie sollen auf dem Balkan Partisanen jagen. Germanentum als Vorbedingung zählt hier nicht mehr. Sehr viele alte SS-Leute haben sich natürlich schon die Nase gerupft, dass man jetzt zu den elitären, blauäugigen Arien sozusagen hier die Moslem genommen hat. Die Waffen-SS hat längst in ganz Europa rekrutiert. Auch eine ukrainische Division. Nur 4 von 10 Soldaten stammen noch aus dem Reichsgebiet. Die Waffen-SS wird zum Vielvölkerheer. Jetzt wurden Massen hier eingezogen, immer neue Divisionen aufgestellt. Und da war die Kampfmoral eben nicht mehr so, wie es bei uns damals war. Das letzte Kapitel. Die Waffen-SS auf dem Weg nach Ungarn. Ende Dezember 1944. Hitler hat den Divisionen Wiking und Totenkopf befohlen, den Belagerungsring der Roten Armee um Budapest zu sprengen. Es war ruhig, relativ ruhig in dieser Neujahrsnacht. Ich war Ladeschütze im Panzer und hatte aber auch die Leuchtpistole und etwas Leuchtmunition bekommen und saß hinten auf dem Panzer drauf und schoss meine Leuchtpatronen hoch. Und der Funker hatte Lee Marlene reingekriegt.
Das war so eine von den Erinnerungen. Aber es gibt natürlich andere, die... Da möchte ich lieber nicht dran denken. Nicht? Budapest wird zum Stalingrad der Waffen-SS. Nach 7 Wochen fällt die Metropole an der Donau. Der Versuch, die von den Sowjets eingeschlossenen Verbände zu befreien, schlägt fehl. Von den 22.000 SS-Soldaten in der Stadt kommen 19.000 um. Bei anderen Niederlagen konnte man, glaube ich, ein bisschen auch das Problem immer auf andere lenken, die Schuld auf andere schieben. Auf die Italiener oder auf die Wehrmacht. Aber Budapest war wirklich eine Niederlage der SS. Sie war dahin beordert worden, um den Ring aufzubrechen, und hat das nicht geschafft. In Budapest kämpften auch Waffen-SS-Einheiten, die im Russlandkrieg an Massenmorden beteiligt waren. Sie fürchteten die Rache der Sieger. Ich habe Kontakte gehabt mit SS-Leuten, die mir unter anderem etwa sagten, ja, es geht uns zwar schlecht, aber wir müssen siegen. Denn wir haben so viel Schlimmes auf dem Kerbholz, dass wir nicht anders können, als durchzuhalten. Wer nicht durchhält, der riskiert sein Leben. Standgerichte, Todesurteile, Terror gegen das eigene Volk. Dann haben wir da im Carré gestanden, dann wurde das Urteil verlesen und dann zack, die Fässer weggestoßen und dann haben die gebaumelt. Und ich muss sagen, mein Gefühl war damals, die Schweine hängen zurecht, denn die sind uns in den Rücken reingefahren. Im Krieg hört man nicht auf. Man sabotiert nicht. Man hat seine Pflicht zu tun bis zum Letzten. Nazi-Wahn, der fortwirkt. Am Ende kämpft die Waffen-SS in Berlin nur noch, um das Leben ihres Führers zu verlängern, wenn auch nur um ein paar Tage. Ein erheblicher Prozentsatz der letzten Verteidiger der Reichskanzlei, der Russe war ja jeweils wie ich raus bin, auf 800 Meter an die Reichskanzlei rangekommen. Das waren zum großen Teil gar keine Deutschen. Das waren zum großen Teil waren es Skandinavier, es waren Schweden, Dänen, glaube auch Franzosen. Zynismus der Geschichte. Zuletzt gibt es kaum noch Deutsche in der Garde, die als germanische Elite Hitlers Leben schützen soll. Einer der letzten Verteidiger im Zentrum der Macht ist ein Franzose. Wir dachten wir nicht, gar nicht am Tod. Gar nicht. Nur kämpfen. Weiter kämpfen. Wir lebten und kämpften nur, um zu kämpfen. Ein Gefangener der eigenen Verblendung. Es fehlte sozusagen der Mittelpunkt. Es fehlte die Kraft, die uns alle vorwärts getrieben hatte. Und wir hatten Angst vor dem, was kommen würde. April 45, an der Elbe. Zigtausende Soldaten auf der Flucht vor der Roten Armee. Unter ihnen Männer der Waffen-SS. Wer ist in Verbrechen verstrickt? Wer nicht? Wir sind Soldaten wie andere auch, erwidern die meisten.
Die haben auch nicht gefragt, also fanden sie einen Zweck oder für was und so weiter. Das gab es gar nicht. Wir waren Soldaten und haben Befehlen gehorcht und haben die ausgeführt. Die Männer der Waffen-SS. Soldaten wie andere auch? Oder Kriegsverbrecher? Viele wurden zu Tätern, manche zu Opfern. Jeder Dritte starb. Wofür? Ich finde es auch so schrecklich, dass so viele andere nicht zurückgekommen sind. Wofür sind die eigentlich gefallen? Die Engländer können sagen, wir sind gefallen für die Freiheit Europas, nicht? Wir haben gegen eine Diktatur gekämpft. Wofür haben wir eigentlich gekämpft? Ich habe immer noch ein gewisses Grundgefühl der Schuld, der Mitschuld an dieser Katastrophe. Nicht viele teilen dieses Gefühl. Eingetaucht ins Heer der Namenlosen fühlen sie sich noch Jahrzehnte später als Verfemte. Geiseln eines mörderischen Wahns, dem allzu viele folgten. Keine Soldaten wie andere auch.